Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um ein absolut geiles Feature, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, aber bald kommen soll, was wir sehr, sehr feiern werden, was speziell darum geht, wenn wir Connection-Probleme haben und aus der Runde fliegen und einer der stärksten und nervigsten Waffen wird voraussichtlich, denke ich zumindest in Season 5, endlich genervt. Bevor ich aber gleich mit den Informationen loslege, ich habe drei klitzekleine Punkte, die gehen sehr, sehr schnell, die mir am Herzen liegen, die möchte ich loswerden. Punkt Nummer 1, erstmal ein fettes Danke für einfach mal 5000 Abonnenten. Das ging verdammt schnell, seitdem ich meine ersten 1000 erreicht habe. Da komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Ich möchte versuchen, all diejenigen zu erreichen, die regelmäßig meine Videos schauen, aber nicht abonniert haben. Und zwar kann ich euch ganz kurz was einblenden. Ich kann es in den YouTube Analytics nämlich einsehen. Moment, welches war das überhaupt? Und zwar sind tatsächlich leider 42% meiner Zuschauer nicht Nutzer, also oder Nutzer ohne Abo. Seht ihr ganz unten, blende ich hier mal ein. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich die Leute noch erreiche, euch da überreden kann, einfach den Kanal zu abonnieren. Es ist für euch wirklich nur ein kleiner Klick, fördert mich aber sehr, warum ich darum bitte, natürlich logischerweise, dass mein Kanal wächst, dass noch mehr Leute meinen Kanal finden, Informationen finden. Ganz einfaches Ding auch im Hintergrund. Viele wundern sich, warum habe ich nur so wenig Abonnenten oder warum werden meine Informationsvideos gar nicht erst gefunden, fragen viele. Es ist ein ganz einfaches Ding. Es läuft ein Algorithmus im Hintergrund von YouTube und der hält natürlich so einen Kanal wie meinen auch die Videos klein, wenn man noch nicht so viele Abonnenten hat. Das ist völlig logisch. Je mehr Abonnenten, je mehr Daumen nach oben, desto schneller kann ein Kanal wachsen und desto mehr Leute können diesen Kanal und meine Informationen natürlich auch finden. Deswegen fühlt euch überredet, meinen Kanal zu abonnieren. Und die letzte Sache, in den nächsten Tagen werde ich in Verbindung mit einem Apex-Video, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, lasst euch da mal überraschen, möchte ich meinen ersten offiziellen Kooperationspartner vorstellen. Das ist eine Berliner Startup-Firma, die einen Gaming-Booster auf den Markt gebracht haben. Die haben mich als Partner gewonnen. Ich habe das oder den Booster auch mit meinem Stammmate Schweine schon ausgiebig testen können, habe ihn für sehr, sehr gut befunden. Dazu aber später mehr. Ihr habt natürlich in Zukunft da auch einen gewissen Vorteil. Wenn ihr mit meinem Creator-Code da was bestellt, sollte euch das interessieren, kriegt ihr da 10%. Dazu aber in meinem offiziellen Vorstellungsvideo inklusive Apex News später mehr. Das soll es jetzt von meiner kurzen Einleitung gewesen sein. Und jetzt möchte ich euch kurz sagen, was bei Apex bald Neues passiert. Punkt Nummer 1, es soll ein Reconnection-Feature bald kommen. In Season 4 definitiv noch nicht, vielleicht Anfang, Mitte Season 5. Ich denke aber eher in Mitte Season 5. Was meine ich überhaupt für die Leute, die nicht wissen, was ich meine? In letzter Zeit, gerade mit einigen Patches, die in den letzten Wochen kamen, haben sehr, sehr viele, gerade mein Stammmate Schweini, ständig spielst du Apex, ihr seid zusammen in der Lobby, habt eine richtig geile Runde und auf einmal fliegst du ohne irgendeinen ersichtlichen Grund aus der Lobby, hast oben rechts noch dieses Disconnection-Zeichen mit diesen Steckern. Und was ist bei Apex halt so? Du kannst nachträglich diese Runde nicht mehr joinen. Oder es ist so, ihr startet eine Runde, ihr habt den Auswahlbildschirm und da fehlt schon der eine oder andere aus eurer Lobby einfach. Und ihr seid nur noch zu zweit und spielt auf einmal Duos, obwohl ihr eigentlich Trios gestartet habt, was richtig belastend ist. Also Duos im Sinne von zwei in einem Dreier-Squad. Logischerweise, und da soll ein Reconnection-Feature kommen, sprich, du fliegst aus der Lobby und hast wahrscheinlich noch ein Stück weit Zeit, dieser Lobby wieder zu joinen. Im Spiel, während ihr auf dem Kings Canyon rumheizt, rausfliegt, habt ihr dann irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten, wenn das Feature kommt, die Möglichkeit, wieder in diese Lobby zu joinen und euren Mates weiterzuhelfen. Das finde ich auf jeden Fall endlich mal ein Feature, womit keiner rechnete, keiner auf dem Schirm hatte, was auf jeden Fall geil wäre, wenn es kommt. Und vor allen Dingen, die Probleme reißen leider nicht ab. Jetzt kommen wir zum zweiten, die Havoc wird genervt, das ist Fakt. Es gab eine Unterhaltung auf, ich glaube es war Twitter, ich habe jetzt leider kein Bildmaterial für euch. Das war ein Pro-Gamer von Apex, der hat getwittert, bitte nervt die Havoc, und das mehrmals in einem Text hintereinander. Und ein Mitarbeiter von Respawn hat darauf geantwortet, soon, einfach nur soon. Mehr nicht. Also wir sind jetzt endlich an dem Punkt, wo wir wissen, dass die Havoc genervt wird. In den letzten vielen Livestreams haben sehr, sehr viele von euch auch in dem Livestream, in dem Chat geschrieben, dass die Havoc mega belastend ist, dass die genervt werden soll. Ich bin absolut eurer Meinung.
Ja, das soll es an Informationen gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und nicht zu den 42% gehören wollt, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Also unterstützt mich auf dem Weg weiter nach oben. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt rund um Apex Legends, seid ihr bei mir richtig. Daumen hoch, Abo dalassen. Ich habe alles gesagt. Der nächste Livestream startet übrigens wahrscheinlich Dienstag. Heute ist Montag, wenn ihr es tagesaktuell schaut. Irgendwann gegen frühen Nachmittag. Wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Start schon mal in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.